Die sind doch zu dumm wie Stroh, die Team Rocket Gangster. Na, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist wichtig. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Hä? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf einer Kammermission, musst du wissen. Was macht ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Ich will mich nur mal umsehen. Hehe, du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was, als kleines Andenken an Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Du hältst ein Rocket-Set. Ah, da ist es doch. Deswegen bin ich auch lange. Wenn du es trägst, siehst du gleich aus wie ein echtes Mitglied von Team Rocket. Bei einer Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Hat die mich gerade wegen meiner Düse diskriminiert? Futzer. Ups, wollte ich nicht sagen. Vor allem, der hat es ist der einzige, der. Ja, beweg einfach den Klamottenkoffer. Zieh einfach nicht ein neues Outfit an, beweg einfach den Klamottenkoffer. Der Look steht dir gut. Das ist dann, glaube ich, so wie ein Watchdogs, wenn du. Wenn du Dings, ne, wenn du dann so als, keine Ahnung, als verkleideter Typ da reinläufst, ne? Das sieht auch jeder, sobald du näher kommst, dass du nicht echt bist. Ich glaube, so ist es auch, ne, jetzt bist du. Wie ein Team Rocket sie verkleidet, aber wenn man näher kommt, sieht man, du bist nur ein kleiner Junge. Ash Ketchup immer noch legendär, ne? Ne? Hm. Warum kann ich das nicht tragen, Schatz? Weißt du, warum kann der Koop-Partner das nie auch tragen? Ich glaube, der kämpft nur mit dir, wenn du ihn ansprichst, kann das sein? Ach nee, jetzt. Wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Vor allem, wollte er erst sagen, was bist du? Kann ich was trinken? Könntest du. Darf ich was trinken? Das darfst du auch. Egal, was? Das sag ich dir dann schon. Kannst auch deine Pipi trinken. Ich muss gerade nicht pinkeln. Musst du pinkeln? Nee. Ich liebe mal lieber Smogon. Und die zwei anderen Pokémon, die er dabei hat. Smogon. Smogon. Genau. Pikachu setzt Britzelturbo ein. Jetzt ist seine Luft raus. Guck, da kommt Luft raus. Ja, der muss erst mal wieder ausatmen, weil er so geschockt ist davon. Ist nicht sehr effektiv, aber es hat für den letzten Stoß gereicht. Guck mal, er hat sogar eine schlechtere Ratte als der vorm Eingang. Meinst du, die kriegen wir zu zweit besiegt? Nee. Hey, glaube ich auch nicht. Garantiert nicht. Nee. Guck mal, Ratte greift Ratte an. Hey, Pikachu ist doch keine Ratte. Aber Nagetier. Bist du dir sicher? Hat Pikachu überhaupt ein reales Vorbild? Oh, scheiße, ist fehlgeschlagen, so ein Mist aber auch. Oh, der setzt Ratzfratz ein. Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Das ist wie mit dem Dick da. Total verzweifelt. Ja. Ach, beim zweiten Mal hast du denn... Wusstest du denn? Beim zweiten Mal setzt einmal die richtige Attacke ein. Dick da down. Ja. Legendär. Es war bloß diese eine Attacke von diesem einen Pokémon, was du dabei hast, die halt nicht gefehlt hat, ne? Hm. Das ging in die Hose. Er hat sich gerade eingeschissen. Wollen wir nicht einfach einen Stock weg tiefer gehen? Buh. Hey, guck mal. Wir sind auch von Team Rocket. Hey, du. Ich habe gehört, mit einem Silphscope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster.
Kannst du Gespenster nicht sowieso schon durchschauen? Ich weiß gerade nicht mehr, wofür das Hilfscope da war, also keine Ahnung. Oh mein Gott, er setzt Hypno ein. Oh oh. Ich wurde hypnotisiert. Zurück, 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 zurück. Hypno. Ein Volltreffer. Ach, Hypno mal schlägt bloß aus, Alter. Bringt das denn? War nicht der Effektiv. Ist aber egal, ich habe mich vollgesaugt. Außerdem ist er fast down, es ist doch egal, ob das effektiv war oder nicht. Ne? Das muss ja aber Schaden machen, und das macht Rasier, und das macht Dings halt, ne? Das macht mega sauer. Ich glaube, wenn es normal effektiv ist, haben wir die Hälfte oder so. Und wenn es super effektiv ist, sogar noch mehr. Ne? Das war aus einem Donner. Ne? Da kommt einfach ein Blitz vom Himmel runter. Kleinschein ist aus dem Level 23. Und es versucht Steinhagel zu erlernen. Oh, Steinhagel ist gut. Ist eine Flächenattacke. Bodycheck. Tarnsteine, ne? Geduld ist halt geil. Ja, Tarnstein ist aber scheiße, dass diese Dings, die einfach nur die Dings reduziert. Ne? Shilock ist Level 21. Und Georok Level 22. Ich geb mich geschlagen. Sag das also. Jalla. Papierstich. Sag mal. Ich schwör, beste Energy gefühlt. Es ist so geil, dieser Energy. Die Dinger finde ich immer cool. Dann kriegst du nur einmal ein Nugget. Ich glaube, die ist schon mal runtergefallen. Bin mir aber nicht sicher. Na, weiß ich auch nicht. Ach, das Ding, das hat mich so Nerven gekostet, ne? Das zu durchfahren, als ich das gespielt habe. Vor allem, ich kriege die Dosen nicht mehr richtig auf, ne? Ist halt so verbeult, die Dose. Geht nicht mal richtig auf. Ich muss das Scheißding runterdrücken jetzt, um die Scheißdose aufzukriegen. Also wenn wir bald die ersten 10 TMs alle haben, ne? Also haben wir erst die 4 bekommen und die 3 oder 6, glaube ich, ne? Jetzt hast du die 5 bekommen, ne? Digga, der geht auf, da siehst du gar nicht durch. Nö, du musst einfach versuchen und gucken, wo es richtig ist, ne? Das ist halt die Sache, aber ich glaube, du bist sogar auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt da lang, ne? Ja, du bist doch fast raus. Wenn du da jetzt runter gehst, bist du halt sogar schon draußen. Ich hab so Angst. Ja, passiert. Wenn du da jetzt runtergehst, dann bist du draußen eigentlich. Da wäre noch ein Item, aber ansonsten wäre da der Weg nach draußen. Wo komme ich auf einmal her? Ey, guck mal, ich kann cheaten! Ich hol das Item für dich, ich bin ein Cheater! Ich bin schon hier für dich, das Item holen. Du musst, glaube ich, außen rum, du kommst da nicht vorbei. Du kannst nicht so cheaten wie ich. Ich lauf schon mal, ich such dir schon mal den Weg, ne? Das ist so dumm, dieser Koop-Partner, der wird nicht mal von diesen Feldern beeinflusst, ne?
kannst ja einfach durchlaufen wie so ein... Keine Ahnung was. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hin lang. Ja, jetzt musst du, glaube ich, noch einmal außen rum, um wieder dahin zu kommen, wo du denn warst. Ich geh mal, ne? Macht ja eh gerade keinen Sinn. Ich schiete hier nur. Wenn du da jetzt runtergehst, kommst du auch nach draußen. Da jetzt, da unten. Jetzt hab ich mich gerade... Oh! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Du hättest den unteren nehmen müssen. Aber ich hab's geschafft. Hast du gesehen? Mhm. Ich hab neue Klamotten. Echt jetzt? Ja, ich hab dir auch jetzt die Team Rocket Klamotten an, nachdem ich mich neu gespawnt habe. Warte gleich, wenn du mich wieder siehst. Wenn du hier unten wieder bist. Guck da! Ich bin gerade neu gespawnt. Ich hab mir einmal weggemacht und dann wieder hin. Jetzt habe ich auch die Team Rocket Klamotten an. Warum sind so Rucksack so anders? Weil wir schon generell immer anders aussahen. Bei den Standardklamotten waren meine Klamotten doch das Gegenteil von dir. Und den richtigen Schluss scheinen sie gar nicht zu tun. Du musst jetzt hier, glaube ich, noch um. Weißt du? Bei den Standardklamotten waren die doch genau farbgetauscht im Gegensatz zu deinen. Na? Meine Klamotten. Deswegen sieht mein Rucksack wahrscheinlich wieder farbgetauscht aus im Gegensatz zu deinem. Was vorher auch schon so war. Dass die Unterschiede auch sein. Hey, was geht denn? Wenn ich den so angucke, kannst du dann vorbeilaufen? Nein, ich bin ja eh unsichtbar. Gefühlt. Außer im Kampf kennt mich eh keiner, sieht mich eh keiner, ne? Was willst du denn hier? Deine Mutter. Mit dir kämpfen. Um deine Mutter. Vielleicht ist deine ja cooler als meine. Das bezweifle ich. Ui, Beutoball. Cool. Es geht los, Pikachu, schaffst das. Du musst bloß gegen einen riesen Kokeball kämpfen. Was war effektiv gegen Elektro? Säure. Okay. Ja, Salz. Auch rein, Bruder. Oh nein! Er hat 5 Schaden gemacht! Ich spuck dich an, sag ich dir. Ich spuck auf dich. Pikachu haut ihn vollends in die Fresse. Das war sein K.O. Nicht gut. Okay, sag ich ihm. Geil. Du findest einen Hypertrank. Hey, was geht denn? Bist du auch ein Spion? Eindringling gesichtet! Oh mein Gott! Ein Rattan! Das ist voll am Rattan! Schau mal an. Nee, jetzt nicht. Hehehe.
Hey, das Rettern wartet von dir, gerettet zu werden, ne? Du bist. Achso. Trotzdem war es darauf, von dir gerettet zu werden. Guck, wird gerettet.